Ja, Patrick, was bedeutet Grün für dich? Grün heisst für mich in erster Linie mal Nachhaltigkeit und Ökologie. Das steht für mich eigentlich so über allem, weil ich finde, Ökologie, Umwelt, wenn, das ist so das Fundament, Basis von unserem Leben. Und wenn das nicht funktioniert und nicht gesund ist, dann ist eigentlich alles andere auch nicht wirklich möglich. Und in dem Sinn ist es für mich extrem wichtig, dass wir probiert, möglichst nachhaltig zu leben und Sachen besser zu machen, als unsere Vorgenerationen das gemacht haben. Sei das mit nachhaltigen Energieproduktionen, mit einer Finanzierung, die aber auch nicht einfach Schulden rausläuft. Also zukunftsgerichtet, nachhaltig. Welches politische Grossereignis oder nicht, nein, nicht politische, welches Grossereignis überhaupt hat dich geprägt? Was mir sicher so in den Sinn kommt, ist der Reaktorunfall in Fukushima vor ein paar Jahren, wo so die ganze AKW-Frage so weltweit wieder aufs Tapet gekommen ist. Wie gefährlich ist die ganze Technologie? Und wenn etwas passiert, was kann passieren? Das hat mich sicher extrem geprägt, weil ich einfach gesehen habe, ja, es gibt nicht ein bisschen Unfall. Wenn es einen Unfall gibt, dann ist es sehr extrem in den Auswirkungen. Ja. Gibt es einen Punkt, wo du nicht so nachhaltig lebst oder wo du dich noch könntest verbessern könntest? Ja, ich fliege zum Beispiel schon seit ein paar Jahren, einmal im Jahr, im Herbst, fliegen wir auf Mallorca, treffen dort noch andere Wedderschülerfamilien, haben eine gute Zeit. Fliegen ist nicht ideal, ich kompensiere das, aber das ist natürlich, vermeiden wäre besser. Also das mache ich, geniesse es aber auch dort und ja, das mache ich. Gut, wo oder wie verbringst du deinen Feierabend? Relativ unspektakulär. Das Nachtessen, das Nachtmachen, Zahlungen erledigen, Zeitung lesen, ein bisschen Fernsehen schauen, Wäsche zusammenlegen, der Frau. Also Was man so Haushalt macht gehört zu und deinem Feierabend. aufzugehen helfen, genau. Ja, und lernen im Moment auch, ja. Aber du hast schon Freizeit. Ja, nicht so viel, aber ich bin selber schuld. Ja, gut. Was ist dein Lieblingsort in Wädenswil? Mein Lieblingsort ist einerseits, wenn es Sommer ist und man im Garten kann sein und lang hell ist und man kann draußen Nacht essen und irgendwie noch Zeitung lesen oder ein Buch lesen, so ein bisschen relaxed, das ist total schön. Und sonst vielleicht so mit dem Bike, so Wädenswiler Berg, ein bisschen unterwegs sein und so die Landschaften geniessen, die wir da haben. Ja, also mehr so Umgebung. Umgebung, Ja. ja. Schön. Danke. Bitte.